Ja, ich weiß, da soll man nicht reinlaufen, aber scheiß drauf. Der macht eh keinen Schaden. Oh, noch ein Ring für mich. Ja, das ist ein Ring, holen kannst. Aber den habe ich nicht bekommen. Sondern der andere Krieger. Okay, damit kann ich leben. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ein... wo ein irgendwelche Klassen wie Items wegfallen, die sie gar nicht gebrauchen können. Oder schon besseres haben. Ja, aber in dem Falle, wie gesagt, war es auch ein Krieger. Das ist ein... Kann ich mich nicht beschweren. Hast du keine Kettenheilung? Ah, ich habe einen Tinnitus. Nicht gut. Übrigens hat der Manu jetzt eine Gilde gestartet auf... Ich weiß nicht, wie die, wie der Server heißt. Er will eine Raid-Gilde eröffnen. Den Server dazu, der schlechteste Raid-Server in Deutschland ist. Bewertet jedenfalls, also von Progress. Aber wir sind auf dem falschen Server. Tja. Du bist gleich tot. Hä? Ich hab volle AP. So. Oh, ich hab grad Lex. Schon wieder ein Level Up oder was? Nee. Doch. 34. Juhu. Davon kann ich leider nichts gebrauchen. Auch nicht. Aber hier müsste gleich noch ein Questgeber auftauchen. Irgendwas mit dem Schwert machen. Yes. So. Haben wir denn jetzt schon neue Dungeons zur Auswahl? Ja, haben wir. Okay. Sollten aber die Gruppe verlassen. Das sollten wir tun. Denn die anderen haben eventuell diese neuen Dungeons noch nicht zur Auswahl und dann kommen wir dann nachher nicht rein. Das stimmt allerdings, und jetzt würde ich sagen, es bei mir etwas leckt. Warum? Weil ein paar fertig gewandert sind, immer wenn er fertig ist, dann wird es los. Ja, da sehe ich, wenn da gerade ruckelt. Es ruckelt aber dann eher, als dass es leckt. Ja, meine ich. Kommst du mal raus? Ich bin unterwegs, aber der lädt noch. Der hast du einen lahmen Rechner? Ich habe im Moment 120 FPS. Mit meinem kleinen NASA-PC hier. Ja, ich habe mir über Weihnachten neu. Vor allem die Temperaturen in meinem PC finde ich geil. Keine Heizung. Was? Keine Heizung. Nee, also wenn ich will, nicht. Ich kann die CPU-Lüfter runterstellen, dann habe ich Heizung, aber ansonsten nicht. So. Wieder eine neue Instanz. Die ich nicht sehr mag. Ja, ein bisschen langweilig. Aber immerhin drei Quests. Go, die Quest ist sehr einfach. Tanz wurde ja auch einfach gemacht. Ist das so? Ja, man muss einfach nur noch den Weg folgen. Nach rechts. Und nicht mehr viel zu beachten. Das vereinfacht wurde. Hey, ist eine Falle. Ja, einfach nicht reinlaufen. Aber ich wette, da läuft gleich einer rein. Ja. Jupp. Ich hab's doch gesagt. Oh. Keep your eyes open. The stones speak of trouble. Übrigens werde Kevin und ich noch DC Universe Online spielen. Mhm. Und... ja, vielleicht kommt da noch der Stefan zu, ich weiß es nicht. Seine Entscheidung. Ja, vielleicht werde ich mir das Spiel mal angucken. Erstmal privat jetzt die Tage und gucken, ob mir dazu sagt.
Der kostenlos. Ja. Einfach mal Community wechseln. Dafür bräuchten wir erstmal eine Community. Richtig, aber die wächst nicht. Und jetzt einfach nur beide Seiten clearen. Wann wolltet ihr denn DC Universe starten? Weiß ich nicht, ihr wollt es doch nicht runterbringen. Ach, kann bei dem ja was dauern, der hat ja keine 100.000er Leitung. Für den PC habe ich das Spiel sogar schon runtergeladen. Ich habe sogar auf meinem ganz alten Kanal ein Video davon. Hatte ich auch auf meinem alten Kanal. Es war, wenn mich nicht alles täuscht, war das eins der ersten Videos, die ich jemals auf YouTube hochgeladen habe. Bei mir glaube ich auch. Es hatte sehr viel. Aber das gibt's schon nicht mehr. Doch, bei mir gibt's das Video sogar noch. Und den Kanal gibt's auch noch, allerdings ist der schon seit Ewigkeiten stillgelegt, weil ich da mal einen Strike kassiert habe. Gut, dass wir hier nur Verwarnung bekommen. Ja, das ist wirklich schlimm, worauf überall Copyright angesetzt wird. Das ist sowas wie bei Musik, das kann ich da anhören. Also sowas wie die Dinge. Oh, du willst Natur fotografieren? Oh, das musst du aber dann bezahlen. Na, im Fernsehbereich gibt's das ja auch. Da kriegst du auch, Ich habe bei meinem ersten YouTube-Kanal habe ich einen Strike kassiert, weil ich da Fußballvideos hochgeladen habe von Bayern München und dann habe ich, glaube ich, von Sky oder so habe ich einen Strike kassiert. Gut, wenn das exklusives Sky-Material war. Ja, Sky ist grundsätzlich exklusives Material, weil Sky Bezahlfernseher ist. Ja. Oh, jetzt bin ich da reingelaufen. Hey, aber da. Aber dass dann so Sender wie Sky es nötig haben, dann auf so kleine YouTube-Kanälen ihre Rechte anzumelden, ist schon erbärmlich. Was willst du dann machen? Zumal überhaupt keiner damit Geld verdient oder sonst irgendwas macht. Wenn es einmal monetarisiert, darf man sowas nicht machen. Gut, sie wollen ja, dass man Sky guckt, also. Ja. Und die Battlefront-Videos sind ja dadurch, glaube ich, sowieso standardmäßig jetzt monetarisiert. Halt nicht von uns. Also wenn ihr die Battlefront-Videos guckt und euch denkt, warum haben die da Werbung vorgeschaltet, das ist nicht von uns. Muss hier raus, sonst sterbe ich. Einfach mal da runterspringen. War da hinten irgendwas, was ich aufsammeln muss? Nee, ne? Nee. Glaube ich, nur die Scheiße, die du von den Fledermäusen sammeln musst. Guano. Richtig. Macht man da nicht irgendwas mit Energy? Das ist Guarana. Ja, das ist Guarana. Ja, genau. Hört sich gleich an. Das habe ich so hier sogar als Pulver hier zu Hause. Guarana-Pulver. Das letztens ist wir der Wuchs waren selten. Ne, das war ein anderes Pulver, das war Koffeinpulver. Das ist stimmt. Das Guarana-Pulver ist so ein ist rein pflanzlich. Das soll auch besser sein als Koffeinpulver, glaube ich. Na, von der Wirkung her nicht unbedingt, aber gesundheitlich natürlich. Mist das. Das scheiß Stille geht nicht wieder. Oh, jetzt habe ich aus Versehen Bedarf geklickt. Oh. Du bist aber ein böser Tank. Ich hab sogar gewonnen. Wollte das jemand anderes? Nein. Keine Ahnung. Ja, eine Tastatur. Oh, habe ich das nur in unsere Gruppe geschrieben? Weiß ich nicht. Einfach E drücken. Ich kann noch mal schauen. Sich immer beschwert, wenn du
Darum solltest du eigentlich gar nicht würfeln dürfen. Boah, keine Ahnung. Ist halt eine Einhandwaffe und ich kann sie anlegen, ne? Ja, stimmt, okay. Ich bin ja kein Ninja Looter. Nur ganz selten. Ich muss eigentlich heute noch 13 aufnehmen. Okay, kannst du ja machen nachher. Ja, ich muss aber auch noch WoW rendern. Ja, ich muss aber auch noch schneiden. Okay. So viel zu tun. Einfach hier so gerade ausgehen. Und ich muss auch noch Rainbow Six rendern. Ja. Und schneiden. Nachher noch ein paar Folgen von Dingens rendern. Rocket League. Hast du nicht alle auf einmal gerendert? Ja, nur 5. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab keinen Bock, die alle fertig zu schneiden. Psst. Faule Socke. Ich wollte WoW anfangen. Übrigens kommt bald auch ein anderes Spiel von Paladins. Oder eine Mini-Let's Play-Reihe, ich muss mal gucken. Paladins? Ja, das ist so eine, ja, so eine Art Klon von, wie heißt das nochmal von Blizzard? Keine Ahnung. Guter Spiel. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie heißt denn dieses neue Blizzard-Spiel? Overwatch? Ja, genau, Overwatch. Das ist so ähnlich, nur das ist halt. Das ist halt eine Art MOBA im Eco-Shooter-Bereich. Das Spiel also, ist noch nicht draußen, es gibt schon einen Klon davon? Weiß ich, ob ich das Klon nennen würde, aber es ist ähnlich. Hat seine Ähnlichkeit. Hier looten. Gibt ja genug von. Tragen sehr viel Scheiße mit sich. Man braucht eh nur eins. Eben. Früher brauchte man, glaube ich, mal 5 oder so. Also wesentlich mehr. Ich glaube, das. Die Leute können auch mal gerne zu mir kommen, dann kann ich sie auch heilen. Oder sie lassen es einfach und sterben. Mir egal, soll hier hinkommen. Das ist auch die Ex-Frau. Was? Das ist aber auch die Ex-Frau. Was ist so. Das? Boah, erstmal gähnen. Das wäre ein Hüter. Ja, aber ich war bis 5 oder halb 6 noch wach. Und bin um 10 aufgestanden. Das ist wirklich. Aber das ist ja auch deine Schuld. Na, ja, viel zu tun. Und dann so viel im Aufnehmen, das ist halt, ne? Weil wir wollen ja dann das gut machen. Ja. Unser Kanal hat übrigens am 19.10. so rum, glaube ich, gestartet. Habe ja, ich nochmal nachgeguckt. Zumindest in Neustadt, oder? Der Rest interessiert mich ja nicht. Ja, da warst du ja noch nicht dabei. Ich zieh dir mal die riesige Echsenkröte ran. Was machst du? Ich suche den Geister. Eber. Wofür? Ach, der liegt ja schon hier vorne. Ah ne, das ist eben sein Leich. Normalerweise gibt es da einen Geister-Eber, den man töten kann. Der ist nicht mehr da. Wie langweilig. Dafür gibt's die Kröte hier.